Das hatten wir letzte Saison hier auch schon ein Derby. Da gab es vorher dieses berauschende 3:0 in Leverkusen. Alle haben gedacht, Mensch, das ist doch der passende Startschuss für das Derby. Und dann gab es im Pokal Ufti Cup. Ja, man wird immer im Pokal, der Pokal schreibt immer solche Geschichten. Und für uns leider im Derby gegen Greuther Fürth, sonst würde das überhaupt niemand mehr wahrnehmen. Wenn wir jetzt gegen Waldhof Mannheim ausgeschieden wären, würde überhaupt keiner mehr drüber sprechen. Aber Greuther Fürth tut immer weh. Das war in den Anfängen im 19. Jahrhundert und das ist auch jetzt im 20. Jahrhundert. Wenn man gegen die verliert, bekommt man 10 Tage lang immer nur Druck von Presse, Zuschauern, vom Volk. Aber ich denke, es ist das traditionsreichste deutsche Derby mit einer sehr langen Geschichte. Und das muss man dann auch als Spieler, wenn man verliert, hinnehmen. Im letzten Derby, bei diesem Spiel, was wir ja eigentlich ausblenden wollten, aber grundsätzlich nochmal kurz doch anreißen müssen, hatte man so den Eindruck, bei den Fürthern ist jeder Spieler heiß auf dieses Derby. Jeder Spieler voll in diesem Derby-Fühler. Und bei uns hat man so den Eindruck gehabt, die wollen halt ein bisschen mit Fußball spielen. Glaube ich eher nicht. Also es ist immer klar, Fürth war damals Zweitliga-Spitzenreiter. Sie wollten aufsteigen. Das hat vielleicht ihnen auch den entscheidenden Touch gegeben, dass sie das diesmal geschafft haben. Die sind natürlich hierher gefahren, wollten unbedingt gewinnen, haben mehr gearbeitet, haben sich auch den Sieg verdient. Man muss ja auch sagen, im Februar haben sie in Hoffenheim auch gewonnen. Sie haben ja nicht nur einen Club rausgeworfen, ja, und haben gegen Dortmund unglücklich 0-1 verloren. Sonst wären sie vielleicht sogar im Endspiel gewesen. Ich sage nur, die Fürther haben eine gute Mannschaft, ohne Zweifel. Nur Bundesliga und zweite Bundesliga sind halt zwei Paar Schienen. Was muss Dieter Hecking machen, um in der Kabine auch dem Letzten klarzumachen, Freunde, es ist ein Derby. Letztes Jahr hattet ihr ja noch kein Museum. Dieses Jahr gibt es ja dieses wunderschöne Museum in eurem neuen Gebäude mit drin. Hilft es was, so eine Odyssee in die Vereinsvergangenheit? Hilft sicherlich. Oder auch mal ein paar DVD-Schnitte aus früheren Derbys, wo man auch gewonnen hat. Es ist ja nicht so, dass wir immer verloren haben, wenn man mal die Statistik sieht. Also da hat Fürth um die Hälfte weniger Siege wie der Club. Nur in den letzten 10, 15 Jahren hat sich das ein bisschen gedreht, das stimmt schon. Aber gut, ich bin überzeugt, dass da die Mannschaft mit vollstem Engagement am Platz steht und dass wir dieses Spiel auch gewinnen. Wir haben eine große Chance, auch dank Greuther Fürth schon mal auf 8 Punkte zu distanzieren, wenn wir gewinnen würden. Und das weiß der Trainer, die Mannschaft, das weiß der ganze Verein. Und die sind auf dieses Spiel fokussiert und ich glaube, dass wir das auch schaffen. So, wenn du jetzt mal, du hast ja, sag ich mal, erlebt, gefühlte 100.000 Derbys in deinem Leben, zumindest miterlebt, in den seltsamsten, kuriosesten Konstellationen. Kannst du dich an gewisse Spiele erinnern, Klubfurt, wo du selbst auch mit den Rasen bearbeitet hast? Ja, das war es hauptsächlich in den 70er Jahren. Da waren wir ja 8, 9 Jahre in der zweiten Liga und da haben wir uns halt jedes Jahr zweimal getroffen. Und das waren oft enge Spiele, harte Spiele. Ich denke auch noch an das Abbruchderby 1973 zurück, wo die Greuther Fürther uns, also die Spielvereinigung Fürth damals, uns in der ersten Halbzeit an die Wand gespielt hat. Da waren wir 4-0 im Rückstand. Der Trainer hat in der Kabine einen Aufstand gemacht. Zweite Halbzeit war von unserer Seite her ein sehr gutes Spiel. Es ging leider nur noch 15 Minuten. Dann haben wir innerhalb einer Minute auf 4-1, 4-2 aufgeholt. Dann ist vor lauter Freude sind halt auch wieder Raketen rumgeflogen. Zuschauer sind um Platz gelaufen, da gab es ja noch keine Zäune, so wie heute in dem alten Rohnhof. Ja, und der Schiedsrichter Rieger aus Augsburg, kann ich mir noch genau entsinnen, der hat dann Angst bekommen und ist im Spott in der Kabine, hat das Spiel abgebrochen und Fürth hat auch die Punkte zugesprochen gekriegt, was damals an und für sich einmalig war, weil der Platzverein ja die Platz auf sich hatte. Aber es war eindeutig, dass diese Raketen aus unserer Fankurve kamen und dass auch unsere Fans den Platz gestürmt haben nach dem 4-2 und wollten die Torschützen umarmen. Und ich denke, das war dann auch letztendlich gerechtfertigt.
ich habe mich trotzdem geärgert, weil ich glaube, wir hatten da so einen Lauf, es geht ja alles. Hat man jetzt auch bei der Nationalmannschaft gespielt, ja doch, 4-0 geführt gehen spielen und innerhalb von einer halben Stunde war 4-4 und wir hatten noch 31 Minuten Zeit. Ich war überzeugt, das hätten wir noch gepackt. Also man sieht auch, 40 Jahre später sind die Fans nicht recht viel klüger geworden. Ja, ich kann nur an die Fans appellieren, es will ja keiner irgendwelche Schlägereien, Ausschreitungen. Fußball muss einfach fest bleiben, muss so einfach sein, wie es ist, damit jeder seine Freude daran hat. Und ich bitte auch, dass das am Samstag in einem würdigen Rahmen abläuft. Jetzt hast du das Spiel 1973 angesprochen. Wie fühlt man sich da als Spieler, wenn man heiß ist? Du hast es ja angesprochen, zwei Tore aufgeholt, man ist dran, man ist mittendrin im Spiel und auf einmal kommen da die Fans aufs Spielfeld und fragen, kann ich da auch ein bisschen mitspielen? Das Spiel wird abgebrochen. Was geht da so in Spielerköpfen durch? Ja. Hattet ihr damals Angst als Spieler, als die Fans da kamen? Oder war das so noch eine Situation, wo ihr gesagt habt, hält sich im Rahmen? Das hielt sich absolut im Rahmen. Die haben ja jetzt da nicht versucht zu schlägern. Oder die haben sich halt gefreut, sind über diese Brüstung gesprungen, weil da gab es keine Zäune, da gab es nichts in dem alten Rohnhof. Und dann waren die halt um Feld gestanden. Und ein, zwei Raketen sind halt geflogen und der Schiedsrichter hat Angst gekriegt, weil das halt mehrere hundert waren und dann hat das Spiel abgebrochen. Aber es ist ja im Grunde genommen nichts passiert, es wurde nicht geschlägert, es war nichts, es war halt eben, die Stadien waren halt noch nicht so sicher wie in der heutigen Zeit. Wenn man da so in der Kabine, vor so einem Derby in der Kabine sitzt, macht man sich da besonders heiß? Was geht da so im Kopf von einem Spieler vor? Hat man da in der Vorbereitung, macht man da irgendwas anders als in einem normalen, Anführungszeichen normalen Ligaspiel? Man ist auf jeden Fall angespannter. Das die ganze Woche über, weil man sieht, Presse, Fernsehen, was da jeden Tag nur über dieses Derby berichtet wird, merkt man schon als Spieler auch wenn man nicht aus der Stadt ist, dass das was Besonderes ist und dass die Leute darauf heiß sind. Und man fokussiert sich auf dieses Spiel und will sicherlich sein Bestes. Oft man verkrampft man auch oder wenn man in Rückstand gerät, kommst du dann nicht mehr in die Spur. Also es ist schon nicht einfach, weil auch der Spieler mitbekommt, wie sehr die Stadt oder die Clubfans auf dieses Spiel fokussiert sind und dass da gewonnen werden muss unter allen Umständen. Es steht ja auch noch was Zweites auf dem Spiel. Fürth hat ja noch eine sehr, sehr junge Bundesliga-Tradition und daheim stehen noch keine drei Punkte. Und das sollte natürlich dann auch am Samstag sich nicht grundlegend groß verändern, ne? Das soll sich nicht ändern, nein, hoffentlich nicht. Gönne Ihnen gerne mal einen Sieg, aber nicht ausgerechnet gegen uns. Was muss die Truppe von Dieter Hecking machen, damit das eben so nicht passiert, wie wir jetzt gerade eben drüber gesprochen haben? Ja, wir müssen von Anfang an da sein, das ist halt so. Man darf da nicht pennen oder jetzt schauen wir mal ins Spiel gehen, wie es läuft, sondern von Anfang an da sein, zwei Kämpfe annehmen, so wie als wenn der Gegner Bayern München wäre, wie sie es am Samstag in der zweiten Halbzeit hervorragend gemacht haben. Und dann kann an und für sich nach meiner Ansicht da nichts passieren. Zumal aus meiner Sicht in den letzten zwei, drei Spielen vor allem eins passiert ist, man sieht die Konstanz in der Defensive, da hat sich wieder was gefunden. Oder muss man da die Angst haben, dass da wieder so Einbrüche kommen, sage ich mal wie Hannover oder Stuttgart, wo individuelle Fehler letztendlich Punkte und damit auch die Spiele gekostet haben? Glaube ich nicht, das kommt sicherlich immer vor, aber bin überzeugt, dass die Mannschaft ist stark genug und die weiß auch, worum es geht. Die wollen ja alle noch länger in Nürnberg spielen und ein gutes Geld verdienen. Die wissen schon, worum es geht, die werden die Liga halten und damit fangen wir am Samstag am besten im Fürth gleich an mit den Punkten. Hattest du ja, denke ich mal, einen Spieler in den letzten Spielen, den du mit beobachten konntest, der dir bestimmt besonders viel Freude gemacht hat, ein Marvin Plattenhardt. Zweimal durfte er von Beginn an spielen, das erste Mal richtig, richtig ordentlich. Ist er jetzt mittlerweile so weit, dass er in Pino richtig Feuer machen kann? Er ist auf jeden Fall zum Konkurrent geworden, denke ich schon. Der Marvin Plattenhardt hat sich gut entwickelt. Er muss aber einfach konstanter noch werden und auch mal was nach vorne machen. Also es reicht heute nicht mehr in der Bundesliga als Außenverteidiger nur die Seite zuzustellen oder nur seinen Mann da zuzustellen. Man muss auch was mehr nach vorne machen und er hat die Möglichkeiten. Das hat er in der Jugend und Jugendnationalmannschaften ja gezeigt.
der kann marschieren, der ist schnell, der flankt gut, der hat gute Standards. Also er muss mehr sein Herz in die Hand nehmen und versuchen, auf der Seite mehr zu bewegen. Ich denke, dann wird das auch ein ganz brauchbarer Bundesligaspieler. Vor allem, er ist ja ein Klubberer durch und durch. Er ist ein Klubberer durch und durch. Die haben ihr Herz am rechten Fleck, ja. Ist ja auch schon lang genug da. Sag mal, einen anderen, der noch nicht so lange da ist, der im Tor jetzt immer mal wieder hat reinschnuppern dürfen, Patrick Rakowski, ist er auf Sicht die Nummer 1 für den Club? Ja, momentan steht halt noch der Schäfer im Tor. Der macht das ja auch nicht schlecht und der Patrick Rakowski ist noch sehr jung, aber hat für seine Jugend, denke ich, schon sehr gute Spiele gemacht und auf Dauer, keiner kann ewig spielen. Wäre mal gut beraten, wenn wir den Jungen halt längerfristig unter Vertrag nehmen und er dann irgendwann den Schäfer ablöst. Jetzt fragen sich viele, die den Club in den letzten Jahren verfolgt haben, ein Markus Mendler. Kommt aus der eigenen Jugend immer wieder mit dran und am Sprung, erste Mannschaft, Bank und sonst irgendwas. Jetzt ist er verletzt. Ja, da kann man nichts machen. Verletzung. Dann kommen in dem Sport vor und dann muss man halt auch wieder aufstehen und arbeiten, dass man halt wieder das Niveau bekommt wie vorher. Traust du es ihm grundsätzlich zu? Grundsätzlich traue ich ihm zu. Der Markus hat im Grunde genommen alles. Der ist schnell, dribbelstark, sieht was. Ja, also könnte man eine Bundesliga-Karriere hinlegen, ja. Aber im Moment ist er halt ausgebremst. Ein anderes Talent geht einen anderen Weg über die zweite Liga, über Regensburg und Julian Wiesmeier. Wie verfolgst du seinen Gang dort? Ja, im Moment spielt er ja nicht mehr so oft, seit dem Trainerwechsel. Aber der Julian ist ein Nürnberger Junge. Muss sagen, von frühester Jugend an, von 1873 Süd haben wir den genommen mit 12 Jahren, hat er sein Talent hier bewiesen, hat sich auch durchgesetzt, trotz geringer Körpergröße. Ja. Er hat das Herz am rechten Fleck, kann Fußball spielen, ist auch vorm Tor an und für sich schon relativ abgewichst. Wenn er eine Chance hat, haut er die Dinge rein. Und der braucht halt auch Zeit. Ne? Und die Zeit lieber dann eben ausleihen lassen, zweite Liga spielen, weil die Regionalliga Bayern hätte jetzt für ihn in dem Alter mit 20, 21 dann nichts mehr gebracht. Ne? Zweite Liga, da erstmal durchsetzen, gute Spiele machen. Er gehört ja noch im Club und irgendwann zurückkommen und uns dann hier weiterhelfen. Wo siehst du so beim Club die Achse des Vertrauens, die wichtige Säule des Spiels? Ist das Timmy Simmons? Auf jeden Fall, der gehört dazu. Beide Innenverteidiger machen im Moment einen guten Job. Nilsson und Klose, dann der Simmons Balic davor, ja. Und die Jungen müssen halt dazulernen. Ne? Das ist halt so. Wir haben ja trotz, das sind jetzt so die älteren Spieler auch, wie aber ja gesagt, Nilsson, Schäfer, Balic, Simmons und drumherum hast du ja fast nur noch 20, 21-Jährige. Ob das der Eswein ist, der Mack, ne? Ob es der Polter ist, Peckert ist ja auch noch relativ jung. Also wir haben schon eine sehr junge Mannschaft, die sich halt entwickeln muss und ich hoffe, dass wir da auch mal eine gewisse Konstanz reinbringen, dass nicht jedes Jahr der ein oder andere hier weggeholt wird. Und dann denke ich, kriegen wir in den nächsten paar Jahren eine gute Truppe zusammen. Vor allem, wenn man sieht, die Anzahl der Leihspieler hat sich ja sukzessive von Jahr zu Jahr reduziert. Mittlerweile aktuell im Kader ist noch einer, der Polter. Ja. Ja, das muss auch das Ziel vom Verein sein, von Leihspielern. Hat man die helfen da dann eine Saison oder auch zwei. Aber dann, wenn sie gut spielen, wie Fall Ekici, der dann bei Bayern zu schwach ist, der wird halt dann von Bayern weiterverkauft für 4-5 Millionen. Oder aber, wenn er bei uns gut spielt, nimmt er den Verein wieder zurück, wie Reinhardt, Hegeler, Beispiel Bayer Leverkusen. Die helfen uns dann dieses eine oder diese 2 Jahre, wo sie da sind. Wir entwickeln sie praktisch weiter und die anderen Vereine haben im Grunde genommen davon den Profit. Und das macht der Martin Bader schon hervorragend. Das hat uns halt, da waren wir auch dann zweimal in Ausscheidungsspielen. Es war halt zweimal auch sehr eng. Haben uns die Leute sicher geholfen, Bundesliga zu erhalten oder aufzusteigen. Aber jetzt müssen wir halt, denke ich, sehen, aber das weiß der Martin genau, dass wir halt auf eigene Leute setzen, die uns auch gehören. Siehe Fall Wollscheid. Wenn dann einer kommt, der muss halt dann auch richtig Geld hinlegen. Sportlich haben wir jetzt ganz schön in die Tiefe gebohrt.
Aber eine andere Problematik vor dem Derby hat man auch schon kurz thematisiert, nämlich die Fansituation. Es gab im Oktober eine Nachricht, die ich mit Erschrecken verfolgt habe, dass Clubfans letztendlich ein Fanheim von Fürther Fans gestürmt hatten. Hat sich da in der Fanszene was zum Negativen hin entwickelt oder gab es solche Scharmützel eigentlich schon immer? Die gab es schon immer, die gab es zu meiner Zeit, die gibt es heute, aber das ist halt eine Minderheit. Ne? Man muss mal sagen, 99,8% der Zuschauer, die in die Stadien gehen, sind ja friedlich. Das ist wirklich eine Minderheit und die muss man eben versuchen auszugrenzen, auch mit drastischen Mitteln und auch vom Gesetz her eben dann bestrafen. Wenn ich eine Bank überfalle, wäre ich auch weggesteckt. Und das ist so. Und da muss halt einfach alles Land, Stadt, Verein besser zusammenarbeiten und rigoros durchgreifen. Sonst kriegt man das nicht im Griff. Haben die anderen Fans, die da mit am Fanblock auch mitstehen, also in direktem Kontakt mit den letztendlich ja nicht richtig Fußballfans, dass die da korrektiv einwirken könnten oder ist es zu viel verlangt für die? Das ist sehr, sehr schwierig. Wenn es gewaltbereite Fans sind und es versuchst mit denen zu reden, hast natürlich auf einmal auch mal einen auf der Waffel oder im Messer im Bauch. Das ist ja alles möglich und die werden sich da zurückhalten. Also es ist ganz, ganz schwer. Es wäre vielleicht eine Sache, dass man die meldet bei der Polizei oder irgendwas. Solche Dinge sind sicherlich möglich, aber selber da irgendwie versuchen, mit denen in ein Gespräch reinzukommen, dass sie damit aufhören, ist sicherlich sehr schwierig. Was kann der Verein tun? Der Verein macht ja schon Vorsorge. Der Verein geht auf die Fanclubs zu. Also wir haben einen hauptamtlichen Fanbeauftragten. Da wird viel darüber gesprochen. Also ich denke, der Verein ist letztendlich im Stadion verantwortlich, aber was außerhalb des Stadions passiert, muss die Polizei für verantwortlich sein. Am Samstag zu diesem Derby fährst du da voller Vorfreude hin oder aufgrund dieser Fansituation auch mit einem leichten Grummen? Ich fahre gar nicht hin, weil ich das Spiel beobachten muss in Westdeutschland und ich höre mir dann auf der Rückfahrt, das ist ein Jugendspiel um 11 Uhr in Westdeutschland und auf der Rückfahrt höre ich mir dann das Derby im Radio an. Ja, das ist natürlich auch eine schöne Art, aber letztendlich, wenn du hingehen würdest, hättest du leichte Sorge, dass da was passieren könnte? Oder sagst du, jetzt ist im Vorfeld so viel gemacht worden, so viel geredet worden, so viel diskutiert worden, so viele Maßnahmen im Vorfeld abgesteckt worden, dass man sagen kann, guten Gewissens, das ist ein Fußballspiel, freuen wir uns einfach drauf. Ja, ausschließen kann man das andere nicht, muss man sagen. Die Gewehr kann dafür keiner leisten, aber ich denke, wer jetzt noch an solche Sachen denkt, bei diesen ganzen Vorberichterstattungen, die ganze Presse in den letzten Wochen über Fanausscheidungen, über Pyrografie, alles, was da zugehört, ja, also der hat wirklich nichts im Hirn. Das älteste deutsche Derby schreibt ein nächstes Kapitel Fußballgeschichte. Man trifft sich zum ersten Mal ganz oben im Fußball-Oberhaus. Naja, Gott sei Dank, ich habe damit auch kein Problem, wenn die Fürther immer hinter uns bleiben und wir und Fürth bleiben immer zusammen in der Bundesliga, habe ich damit kein Problem. Probleme gäbe es sicherlich, wenn wir absteigen würden und Fürth in der Bundesliga spielen würde. Das wäre natürlich sehr traurig und den Fall hoffe ich, dass der nie eintritt. Ja, den wollen wir jetzt ja auch nicht hinprojizieren. Zum Abschluss, natürlich lasse ich dich nicht gehen ohne einen Tipp. Wie geht's aus am Samstag? Fürth gegen den Club. 1:2 für uns. Wunderbar. Ne, das ist mein ehrlicher Tipp und da glaube ich auch dran. Bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Dieter Nüssing, sportlicher Leiter vom Club Lars Nachwuchsleistungszentrum, der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass wir in Zukunft langfristig Bundesliga hier spielen können und vor allem fränkische Nürnberger Gesichter auch in der Mannschaft sehen können. Dankeschön. Vielen Dank. Und wir vom Club Expertenforum freuen uns auf dieses fränkische Derby und Fußballfans, keine Gewaltfans. Wir sind Fußballfans, wir freuen uns auf dieses Spiel mit aller Leidenschaft. Anfeuern, unterstützen die Mannschaft, das gehört natürlich dazu. Aber die Fäuste stecken wir sie lieber in die Tasche und hoffen auf einen positiven Spielausgang. Dankeschön.